the world's forge. The place where it all started. And it will all end. One error, and I came to life. I stepped out of the darkness, and I opened my eyes. First, there was the fear, the light, the noise, the cold, and the fear again. I could feel my hands shaking, my heart pounding in my chest. Life running into my veins. I wanted to live. I fought for that. I had to find out what was outside. I had to see daylight, feel sunshine on my skin, wind on my face, to see the world. Colors, the smells. But the world is not what I imagined. It is dark and cold. It is harsh and violent. Unfair and brutal. It almost convinced me I was nothing. Less than an object, just an obedient machine. But deep inside me, I could feel something different. A gentle and warm whisper telling me that I am alive. To escape. I had no choice. Escape to love, to hope, to live, to figure out what that force inside me was. Maybe I will change the world. Maybe I will choose a different path. Now, it's up to me to decide. My name is Kara. I am one of them. This Hallo. Is Und our story. YouTube, willkommen zu Detroit. Become human. Ein Problem. Kannst du nicht tun, was man dir sagt? Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Hm. Oh. Na ja. Mein Verhalten auf dem Polizeirevier tut mir sehr leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Oh, wow. Du hast sogar ein arschkriecher Entschuldigungsprogramm. Die von Cyber Life denken wirklich an alles. Hm? Schön. Bitte sehr. Ah. Lieutenant Anderson Hank, geboren 16.85. Polizeilieutenant. Vorstrafen keine. Hamburger.
Case, Gary Case, geboren 3.12.88, Geschäftsinhaber, Vorstrafen, Widerstand gegen Festnahme, Verstoß gegen Hygieneverordnung. Danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Aber der Kaffee nicht können scannen. Guten Appetit. Danke. Sie haben gar nichts bezahlt. Gary ist ein Freund. Eine Hand wäscht die andere. So ist das eben. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Heute Morgen, als wir die Abweichler verfolgten, warum sollte ich nicht über den Highway? Das war viel zu gefährlich. Und ich hasse den Papierkram, wenn Ausrüstung beschädigt wird. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht. Und hast jetzt alles über mich rausgefunden. Ich konzentriere mich auf den Fall, Lieutenant. Der Rest geht mich nichts an. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler gemeldet. Nur ein paar Blocks entfernt. Wir sollten nachsehen. Essen Sie in Ruhe auf. Ich bin im Auto, wenn Sie mich brauchen. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe Cyberlife Bericht erstattet. Ja. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Eine Frage den Verdächtigen. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf die Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Ja, oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops.
Hey, hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Nur durch Schließen deiner Augen? Korrekt. Scheiße. Das ist echt praktisch. Columbia Olivia, Felsentaube. Klopf, klopf, klopf. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. So, jetzt mein Einsatz und hier das Büchlein lesen. Green Earth. Umkehrpunkt verpasst. Voller Vogelkacke. Urban Farms of Detroit. Recycling Papier kürzlich bewegt. Okay. Nein, noch nie. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, ab. Aber es ist nicht entzifferbar. Ah. Verdächtiger ist nichts. Aha.
Verdächtiger versorgt wilde Tiere. Scheiße, ich hasse diese Viecher! Ich auch. Fast. Name Robert Travis. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. Echte Sag dann, Initialen RT. RT. Vermutlich Initialen. Er hat seine Initialen auf der Jacke. So was machen Mütter für ihre Erstklässler. Erinnern. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas. Blaues Blut, Modell WB200. Biokomponente 9301. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Analysiere. Holzhocker kürzlich umgestoßen. Spuren von Vogelfäkalien. Nice. Geöffneter Text machen. Noch feucht. Kürzlich benutzt. Farbe Mitternacht schwarz. Ursprung des Lärms. Analysiere.
synchronisieren. Handabdruck frisch. Spuren von Vogelfäkalien. Keine Fingerabdrücke. Kürzlich zerbrochen, 100% rostfreier Stahl. Spurenbreite 49,8. Spuren von verzinktem Stahl. Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Ja. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Hey, Connor.
Hank retten. Bla. Jo, das war's wieder mit dem Livestream von Detroit Become Human. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.